Leute und herzlich willkommen zu Blob Simulator ist das Spiel, glaube ich. Und ja, das ist gerade hart in den Trends und ich wollte mir das mal angucken. Gut. Ist halt ein Simulator. Ich habe jetzt 0 von 5 im Backpack und ich denke mal, ich muss diese Teile hier, also ich muss die ganze Zeit anklicken. Weil kann man noch gedrückt halten? Gut, perfekt. Und wer, der sieht mir den jetzt? Gut. Aha, jetzt habe ich einen. Also einen von 5 in meinem Backpack. Gut, klingt spannend. Dann kann ich die hier verkaufen. Hier kann man sich Pets kaufen. Da kann man sich dann Sachen kaufen. Und das sind Portale. Backpacks. Größere. Mhm. Das sind komische Backpacks und Tools. Okay. Sehen alle sehr komisch aus. Und Portale. Ja, in Rebirth zu enter. Hier. Ice Cream Boss. Total Bloop Boss. Underworld Boss und Space Boss. Okay. Na, da können wir jetzt eh noch nicht hin. Wir können einfach hier diese Äpfel sammeln und dabei die Blob oder Bloop, ich bin für Blob. Einfach verbrennen, einsaugen, was weiß ich. Und ja, das ist sozusagen jetzt der Sinn vom Spiel, so viel ich verstanden habe. Da steht auch, wie viel es wert ist, der 16 wert. Die roten sind 4 wert. Gut, und hier gibt es Zonen. 4200 für den Strand. Für das Dorf braucht man 32.000. Und da braucht man auch 32.000 für die Arktik. So viel haben wir aber leider noch nicht. Das heißt, wir müssen uns hier durchkämpfen. Vielleicht erreichen wir in dieser Folge schon etwas. Schade, dass die keinen Schaden machen. Wenn ihr mich selber angreifen würde, wäre das Ganze noch spannender. Anstatt daneben zu stehen und einfach drauf zu halten. Naja. Verkaufen wir das Ganze. 40 Coins. Mal gucken, was man hier jetzt genau kaufen kann. Das erste kostet 50. Ach, da brauchen wir noch 2 Coins. Schade. Dann holen wir den mal weg. Gut, jetzt müssten wir genug Coins haben, wenn wir das hier verkaufen. Genau, 52 Coins. Und jetzt können wir uns das hier kaufen. Das macht 2 Damage. Und hier macht das später so die ultimativ viel Damage. 100 Millionen. Ah, ich glaube, ich habe es nicht equipped, oder? Doch, das ist jetzt einfach, das ist jetzt rot. Okay, gut. Jetzt machen wir doppelten Schaden. Und können damit auch doppelt gut farmen. Und hier sind blaue Viecher. Also Blobs. Und die geben 60, aber haben auch deutlich mehr Leben. Aber dann holt man lieber 5 von denen im Backpack anstatt 5 von den roten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist das Spiel. Mein Fazit. Man kann es zocken. Aber jetzt so auf Dauer zocken würde ich es jetzt nicht, weil dann wird es irgendwann langweilig. Ich meine, ist halt ein Simulator. Wenn ihr mehr von diesem Simulator sehen wollt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, schaffen wir diesmal. Letztens war es ja die 7 Likes. Schaffen wir diesmal die 11 Likes. Bin mal gespannt. Haut mal alle auf den Like-Button. Mal schauen, ob wir die 11 Likes knacken. Wenn ja, kommt der nächste Part. Wann auch immer. Und das dauert schon ziemlich lange, diese Teile hier zu verblocken. Aber man muss überlegen, das hier, was ich gerade, womit ich die Teile gerade wegmache, kostet nicht mal so viel wie ein so ein Teil, also lohnt es sich. Dauert halt nur ein bisschen, aber währenddessen kann man ja irgendwas schwätzen, wobei mir gerade nichts einfällt. Ich gehe jetzt mal zu den Liedern rüber und hol die immer, weil die haben deutlich weniger Leben, das ist deutlich angenehmer, meiner Meinung nach. Also hier unten sehen wir, was wir haben. Wir haben mit 2 Lake Blobs und 2 Purple Blobs und die verkaufen wir jetzt mal, das müsste jetzt gut Geld geben. Ja, 152, für wie viel kann man sich das nächste kaufen? Für 100 und für 350. Okay. Wir holen jetzt aber das für 350 direkt, dann spare ich gerade ein bisschen. Wir haben eine Freizeitanfrage gerade bekommen. Man kann sich ja auch Geld kaufen und Äpfel auch. Und Game Passes, Fast Tools, Autoclick, das ist ja wieder so praktisch.
Aber ich will nicht so viel Robux ausgeben. Ja, es scheinen schon coole Sachen. Geld kann man sich auch kaufen. 1000 für 75 Robux nur. Hier 2500, ja. Das hier hat sich Tofu wieder gekauft. Wenn er das auch mal let's playen sollte oder vielleicht, wenn das Video rauskommt, hat er es schon gemacht, hat er sich das hier mal ein paar gekauft. Ich wette es mit dir. Tofu oder. Nee, nicht Tfue, das sind dann andere. So, was die Äpfel jetzt bringen, das weiß ich leider noch nicht. Aber wir können ja gerade nochmal hier so ein paar Blobs wegmachen. Kann man nicht zwei gleichzeitig wegmachen, weil ich habe hier gerade zwei anvisiert. Werden wir ja gleich sehen. Ah ne, geht nicht. Da hat man es gerade gesehen, der andere war noch full life. Ich weiß nicht, ob ich hier diese Wartezequenzen, genau, diese Wartefrequenzen rausschneiden sollte oder ob ich die einfach drin lassen sollte und das, ja, dann, ne. Ich weiß nämlich nicht, was ich erzählen kann. Wir haben ja bald Weihnachten. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr schon irgendwelche Wünsche habt, was ihr euch wünscht. Also nicht von mir, sondern halt zu Weihnachten. In nächster Zeit werden auch ein paar mehr Videos kommen. Ja, weil ich weiß nicht, ich habe jetzt ja meinen neuen Computer und macht mir jetzt deutlich mehr Spaß, weil es jetzt nicht mehr so rumlaggt und alles drum und dran. Und da macht mir einfach viel mehr Spaß. Und mein PC hat manchmal komischerweise Standbilder. Das liegt daran, dass die Grafikkarte manchmal einfach so ausgeht. Woran das liegt, weiß ich leider noch nicht. Aber das ist ja nicht das Problem. Gut, jetzt müsst ihr wieder ordentlich Geld bekommen. 300, das kostet 350. Das heißt, wir brauchen noch so ein paar von den Teilen. Und dann gibt es Stick Damage. Dann gibt es Simulatoren, wo immer so Türen dabei sind. Ich finde, die sind schon zu basic. Also da kommen immer neue Ideen raus, aber davon gibt es auch schon zu viele. Bald kommt auch was von mir. Also da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Kommt bald. Ja. So, jetzt müssten wir, wenn wir das verkaufen, eigentlich genug Geld machen. Ich nehme den noch mit. Verkaufe es dann. Und wir gucken uns jetzt mal an, was Twitter-Codes. Aha. Rebirth. Multiplayer gibt das dann. Jetzt. Ach, 1 Million. Freunde einladen, die Pets. Der Shop und was ist das? Teleport für 30. Ist billig, aber. Nee. So. Jetzt kaufen wir uns das. Ich meine, wir müssen da noch nicht weit gehen. Und jetzt machen wir richtig viel Schaden. Die hier machen wir One-Hit. Und die hier müssen wir Two-Hit machen. Genau. Und weg. Oh, das ist angenehm. Ja, das ist auf jeden Fall angenehm. Ah, unser Backpack ist schon voll. Ach komm, wisst ihr was? Wir kaufen uns mal den Teleport. Und ich hoffe, das können wir jetzt jederzeit usen. Nein, können wir nicht. Und was genau hat das jetzt gebracht? Besitzt du bereits? Der Konto wurde nicht belastet. Okay. Jetzt. Okay, perfekt. Ich wollte mich gerade nämlich schon ein bisschen ärgern. Weil 30 Robux für jedes Mal ist schon was. Ist schon, finde ich, viel. Jetzt haben wir uns mal die Ente gerade gekauft. Oh, wie cool die aussieht. So. Ich wollte eigentlich hier noch diese 4200 erreichen, diese Folge, aber so wie es ausscheint, ja, natürlich, wird das nicht möglich sein, weil 4200 in der ersten Folge schon anscheinend etwas viel. Und wir holen die hier ziemlich schnell weg jetzt. Aber halt auch nicht so schnell, dass wir jetzt 4200 erreichen können, weil hier so ein Teil bringt 60 und in einen Backpack passen ja dann gerade mal 600. Und dann müsste ich ja mehrere Backpacks voll machen. Und das würde was dauern, vor allem weil wir jetzt schon bei 11 Minuten sind. So, der Lake Blob.
Ja, ich finde es aber gut, dass man gedrückt halten kann. Ich weiß nicht, ich hoffe mal, dass zur Winterzeit, die jetzt ja anbricht, der Snowshoveling Simulator wieder zurückkommt. Weil der war ja ganz populär. Dass der wieder zurückkommt mit einem Riesen-Update, dass die ganz viele, die hatten ja jetzt ein ganzes Jahr lang Zeit, das zu programmieren. Und dass dann ein Riesen-Update kommt. Da hätte ich Bock drauf. So, dann teleportieren wir uns zurück. Verkaufen das Ganze. 600, wie ich gesagt hatte. Wie teuer ist hier die nächste? 1400. Und hier? Gut, kaufen wir uns mal. Jetzt haben wir so ein Ei. Die VIP-Zone. Kostet halt 650 Robux. Das ist mir meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Ich kann ja gerade nochmal hier hingehen und hier brauchen wir 100 Total Bloops. Okay, so viel haben wir noch nicht. Ich sag manchmal Bloops, manchmal Blobs. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall würde ich mich dann, denke ich, jetzt schon. Okay, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wenn ihr einen ersten Eindruck von diesem Spiel bekommen habt, wie ich, dann lasst mal ein Like da. Ich habe ja gesagt, bei 11 Likes kommt der nächste Part. Bin mal gespannt, ob wir die 11 Likes packen. Fände ich auf jeden Fall cool. Und willst du von der Rakete angezündet werden? Nee, nee, da wirst du lieber von mir konvertiert. Wir können uns gerade noch die Pets angucken. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Das ist so wie in allen anderen Simulatoren. Die kosten dann diese Äpfel. Okay. Und hier Mystic Egg 250 Robux. Wenn wir drei Parts von diesem Spiel haben, im dritten Part kaufe ich so ein Mystic Egg. Oder Pet Egg. Und dann würde ich sagen 100 Robux Cute Egg. 300 Robux Dragon Egg. Wir kaufen das Dragon Egg, Leute. Im nächsten oder übernächsten Part. Ich würde sagen, haut rein, lasst gerne ein Abo da und Endcard. Oder ehrlich gesagt, Outro, was inspiriert wurde. Ab.